diesem Video sehen wir uns mal an die digitalen Grundkompetenzen, konkret die Binärlogik. Das brauchen wir mal so als die absoluten Basics, um irgendwelche Bedingungen aufstellen zu können. Also, wenn es interessiert, dranbleiben. Gut, wie funktioniert das? Machen wir mal ein Beispiel. Angenommen, es gibt so eine Logik, wo wir abfragen wollen, ob ein Jahr, ein bestimmtes Jahr, also das hier, ein Schaltjahr ist. Dann können wir sagen, okay, ein Schaltjahr, also die Regel ist so, wenn ein Schaltjahr ist, dann ein Schaltjahr, wenn es durch 4 teilbar ist, aber nicht, wenn es durch 100 teilbar ist, schon aber wieder, wenn es durch 400 teilbar ist. Ja, und der Ausdruck wäre dann hier dargestellt, sicherheitshalber mal Klammern, ja, dieses Prozent ist der Rest der Division, also wenn das Jahr durch 4 teilbar ist, dann ist der Rest der Division 0. Und wenn das Jahr allerdings nicht durch 100 teilbar ist, schon aber wieder, wenn es durch 400 teilbar ist. Der Ausdruck an sich interessiert uns jetzt nicht, wir vereinfachen den ein bisschen. Und zwar sagen wir einfach, okay, das ist A, das ist B und das ist C. Und jedes dieser A, B und C ist eben mit Ja oder Nein beantwortbar. Das ist mal wichtig, ja, es geht hier um binäre Ausdrücke, um boolesche Ausdrücke, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Das heißt, wenn wir das vereinfachen, sieht so aus, wenn A und B oder C der Fall ist. Das erste, das wir haben, sind mal 4 Grundausdrücke. Also die 4 Basics, die wir wirklich haben, die muss man sich mal merken. Also oben nochmal dieses A und B oder C und das sind drunter die 4 Grundausdrücke. Das erste war mal das und. Das ist die Wahrheitstabelle dazu. Das heißt, A kann mit Ja beantwortet werden und B kann mit Ja beantwortet werden. Und beim und müssen beide erfüllt sein, damit auch das Ergebnis A und B mit Ja beantwortet wird. Jetzt gibt es aber noch weitere Möglichkeiten. Wir können sagen, okay, A wird mit Ja beantwortet, B allerdings mit Nein. Oder A mit Nein und B mit Ja oder beide mit Nein. In diesen 3 Fällen wäre das Ergebnis entsprechend Nein. Also der und-Ausdruck ist nur dann wahr, nur dann zutreffend, wenn beide Einzelbedingungen erfüllt sind. Das ist mal das und. Beim Oder ist es anders, also beim logischen Oder. Das logische Oder sagt, wenn eines der beiden, egal welches, wahr ist, dann ist auch das Ergebnis wahr, aber auch wenn beide wahr sind, ist das Ergebnis wahr. Das wäre die Wahrheitstabelle von Oder. Also es sind alle Kombinationen von 2 möglichen, A und B, alle Möglichkeiten und alle möglichen Wertbelegungen, die es gibt. Und rechts in der Spalte ist immer das Ergebnis, ja. Dann gibt es noch schlussendlich dieses XOR, das ist das umgangssprachliche Oder. Man könnte auch sagen, das ist das Entweder-Oder. Beim Entweder-Oder, beim exklusiven Oder, ist es so, dass das Ergebnis nur dann wahr ist, wenn beide wahr sind. Ja, als Eselsbrücke kann man sich hier merken, du hast die eine Freundin oder die andere Freundin, aber nicht beide gleichzeitig. Ja, wenn A hast, ist es ja, du hast eine Freundin, wenn du B hast, dann hast du auch eine Freundin. Wenn du beide hättest, A und B, dann hast du über kurz oder lang keine mehr. Wenn du keine hast, dann hast du natürlich auch keine. Und dann gibt es noch das Not, das Nicht. Das wechselt einfach das Ergebnis sozusagen, also aus Ja wird Nein, aus Nein wird Ja. Da sehen wir, da brauchen wir natürlich auch nur ein Element und nicht beide. Und diese Ausdrücke, die können wir jetzt miteinander verknüpfen. Ja, wir können jetzt sagen, okay, ich will eben, wie oben dargestellt, A und B oder C. Und für diese wollen wir jetzt mal die Wahrheitstabelle aufstellen. Und dazu, und mal als Spickzettel, die 4 Grundelemente, haben wir jetzt 3 Eingangswerte, A, B und C. Und wir schreiben uns alle möglichen Kombinationen auf, die es gibt. Also einen kleinen Tipp. Bei einem wechseln wir ständig, beim zweiten wechseln wir dann nur jedes zweite Mal, beim nächsten wechseln wir nur jedes vierte Mal und würde es 4 Parameter geben, würden wir nur jedes 8. Mal wechseln. Also A ist 4-mal Ja, 4-mal Nein. B ist 2-mal Ja, 2-mal Nein, 2-mal Ja, 2-mal Nein. C ist Ja, Nein, Ja, Nein, Ja, Nein. Das sind jetzt alle möglichen Eingangswerte, die wir so haben. Und jetzt machen wir Folgendes, wir machen zu Hilfsspalten dazu. Wir sagen, okay, was würde das Ergebnis sein, wenn wir A und B mit und verknüpfen? Das heißt, wir schauen uns nur den Wert der Spalte A an und nur den Wert der Spalte B an. Und beim und sehen wir ja unten, beim und ist es nur dann wahr, wenn beide wahr sind. Und das ist noch ein Fehler, da gehört B hin. Und
Also sind das nur die ersten zwei Spalten. Ja, nur in den ersten zwei Spalten haben wir wirklich beide Mediader. Gut, jetzt haben wir so eine Hilfsspalte und jetzt können wir das Ergebnis dieser Hilfsspalte mit dem Oder und dem Wert von C verknüpfen. Das heißt, wir verknüpfen jetzt diese zwei Spalten mit einem Oder. Dann haben wir hier die entsprechende Wahrheitstabelle. Und dann kommt entsprechend dieses Ergebnis raus. Hier sind beide wahr. Sehen wir, wenn beide wahr ist, ist es ja wahr. Wenn eines der beiden wahr ist, ist es auch wahr. Somit haben wir, hier ist ein wahr, hier sind beide falsch, also ist falsch, hier ist eins wahr, also wahr. Und so kann man das ausfüllen. Das heißt, wenn man jetzt wissen will, wie schaut das Ergebnis aus, dann kann man sagen, okay, unter welchen Eingangsbedingungen hier auf den A, B, C-Spalten, auf den ersten drei Spalten, ist das entsprechende Ergebnis wahr. Also es ist dann wahr, wenn eben C wahr ist, überall wo bei C ein Hackerl ist, ist es wahr. Und wenn auch bei A und B ein Hackerl sind, dann ist es auch wahr, weil sonst wäre die zweite Zeile hier nicht wahr. Ja, das ist unsere Ergebnisspalte. Ja, und das wären die Wertbelegungen von A, B, C, wo das Ergebnis entsprechend positiv ist, also wahr ist. Okay, schauen wir uns noch ein Beispiel an. Wie wäre es, wenn der Ausdruck heißt A oder nicht B und C? Dann haben wir wieder die drei Eingangsoptionen A, B, C mit den verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten. Wir schauen uns als erstes mal an dieses Not B. Das brauchen wir als erstes und dann können wir diese zwei miteinander, dieses Not B und das Oder A verknüpfen und das Gesamtergebnis können wir damit und C verknüpfen. So, wenn wir uns Not B anschauen, dann nehmen wir einfach alle B-Werte und drehen diese um. Also wenn ja, dann nein, wenn ja, ja, dann nein, wenn nein, dann ja. Und dann verknüpfen wir diese Not B mit A oder Not B. Das heißt, wir machen diese Klammer entsprechend fertig. Das heißt, wir nehmen den A-Wert hier, der ist ja. Not B wäre allerdings falsch. Und weil es ein Oder ist, wenn eines der beiden ja ist oder auch beide ja sind, dann ist das Ergebnis ja. Das heißt, hier ist ja. Ja, nehmen wir die zweite Spalte, zweite Zeile, sagen, hier ist ja, hier ist nein, wird ja. Wenn beide ja sind, wird es ja. Wenn beide nein sind, ist das Ergebnis nein. Und wenn beide nein sind, ist nein. Und wenn nur B, also dieses Not B ja ist und A nein wäre, dann ist ebenfalls ja. Und jetzt haben wir, das ist das Ergebnis der Klammer und das können wir jetzt wieder verknüpfen mit einem und zwar diese Spalte mit dieser Spalte. Ja, beim und müssen ja beide wahr sein, das heißt, das wird wahr und das wird wahr. Der Rest bleibt falsch. Das wäre dann die entsprechende Ergebnisspalte. Noch ein Beispiel, sind diese beiden Ausdrücke gleich? Ja, das kann man auch überprüfen. Also ist not A und not B dasselbe wie A und B und das dann verneint. Dazu machen wir Folgendes. Wir nehmen diese zwei Eingangsmöglichkeiten her. Wir nehmen hier dieses not A bzw. not B. Ja, not A ist die A-Werte umgedreht, not B werden die B-Werte umgedreht und jetzt nehme ich diese zwei neuen Spalten und verknüpfe diese mit unten und dann sieht man schon, nur unten wird ja sein, überall sonst ist falsch, weil das und ist ja nur wahr, wenn beide Werte wahr sind. Und das wäre das Ergebnis. Diese beiden Ausdrücke wären dann gleich, wenn bei gleichem Input, also bei gleicher AB-Belegung, die gleichen Werte in der Ergebnisspalte rauskommen. Also machen wir diese Wahrheitstabelle auch für den zweiten Ausdruck. Wir machen A und B, sind ja in Klammer, Klammer machen wir zuerst. Dann sieht es so aus, A und B, ja, das ist die klassische Und-Wahrheitstabelle, und die verneinen wir, und dann sehen wir, das wäre das Ergebnis. Also wir drehen alle Werte um. Das ist hier falsch, natürlich, ja, weil hier muss Nein sein. Hier muss ja sein, hier muss ja sein, hier muss ja sein. Aber was wir auf jeden Fall sehen ist, dass diese zwei Spalten nicht gleich sind. Ja? Also das ist ein Fehler, aber die zwei Spalten sind auf jeden Fall ungleich. Und ungleich heißt, die zwei Ausdrücke bedeuten nicht dasselbe. Ich habe jetzt die Werte nochmal korrigiert. Also diese mit not, das wäre aus ja wird nein, aus nein wird ja. Gut, und die zwei sind, wie gesagt, entsprechend ungleich. Wie sieht es hiermit aus? Nicht A und nicht B hatten wir schon.
Ist das das gleiche wie A oder B und das Ganze verneint? Das kennen wir ja schon. A und B nehmen wir wieder hin, machen das mit oder und machen jetzt das Gegenteil raus. Und jetzt sehen wir, diese zwei Ergebnisspalten liefern die gleichen Ergebnisse bei den gleichen Inputs. Ja, hier muss natürlich auch die Reihenfolge gleich sein, also zweimal ja, zweimal nein, zweimal ja, zweimal nein und dann hier abwechselnd. Und diese beiden Ausdrücke sind gleichbedeutend. Ja, es ist total egal, ob man das schreibt oder das schreibt. Grundsätzlich kommt das gleiche Ergebnis raus. Gut, ich hoffe, ihr habt verstanden, wie das funktioniert mit diesen vier Grundoperationen und, oder, nicht und das exklusive oder, das XOR. Und ja, jetzt könnt ihr alle möglichen Boolschen Anfragen, Boolschen Ausdrücke miteinander vergleichen oder auch entsprechend auswerten.